Ich bin Therese Bergmann und ich bin eine Musikerin aus Neuseeland, aus Wellington, Neuseeland. Ich wohne seit 8 Jahren in Berlin und heute bin ich in Zücke. Zücke, ich hoffe, ich sprich das richtig aus. Wir haben ein ganz tolles Konzert hier gespielt heute, ich und meine Band. Und das war im Rahmen von dem Jazz- und Bike-Festival Sieke. Es gab eigentlich eine sehr, sehr schöne Stimmung hier. Es war ja vormittags. Ich hatte ein bisschen Angst, dass vielleicht niemand wach ist. Aber die waren alle wach und dabei und ganz munter und haben mitgeklatscht und mitgeschnipst. Unsere Musik, also meine Musik, das ist eine Mischung zwischen Folk und Jazz und ein bisschen Funk. Und die Stimmung hier war echt herrlich heute, sehr sommerlich, genau. Hat es sich für dich gelohnt? Es hat auf jeden Fall sich gelohnt. Also ich war gestern in Kopenhagen unterwegs, da habe ich ein paar Solo-Shows gespielt. Meine Band ist mir entgegengekommen und wir sind hier gelandet bei Maximilians Restaurante in Zücke. Und es gab wirklich eine wunderbare Stimmung heute. Ganz viele Leute mit großen Lächeln und alle haben mitgemacht. Es war sehr, sehr schön. Gibt es in deinen Liedern eine besondere Botschaft? Klar, also es gibt manche Lieder, die nicht so ernst sind und es gibt Lieder, die sehr aus dem Herzen gehen. Aber im Allgemeinen versuche ich eigentlich die Menschlichkeit von den Menschen in den Vorgrund zu ziehen. Also ich versuche die Leute eine Erinnerung zu geben, dass wir alle Menschen sind, dass wir ganz, ganz viel gemeinsam haben. Dass wir alle viele gleiche Fehler machen, dass wir alle Barmherzigkeit und Liebe brauchen und dass wir uns gegenseitig respektieren sollen. Das ist für mich wichtig.